Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Buddy. Wir beschäftigen uns heute mit den Eigenwerten und Eigenvektoren einer Dreireihen-Matrix. Also, wir haben hier eine dreireihige Matrix gegeben, B. Und wir wollen die Eigenwerte und die Eigenvektoren bestimmen. Jetzt im ersten Schritt müssen wir natürlich die Eigenwerte bestimmen. Damit fangen wir an. Also, wir wollen einmal die Eigenwerte wissen. Es ist einfach sinnvoll, sich gerade bei solchen algorithmischen Aufgaben das Schema, Rechenschema vor Augen zu halten und sich auch ganz gut daran zu halten. Also, wie bestimmt man denn nun die Eigenwerte? Ja, indem man die Determinante der Matrix B minus Lambda mal der Einheitsmatrix berechnet und diese 0 setzt. Also, man bestimmt das über das sogenannte charakteristische Polynom. Und das machen wir jetzt auch gleich, gell? Also, das schreiben wir uns jetzt ab. B minus Lambda mal der Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix, die wissen wir, die hat hier in der Diagonale lauter Einser und im übrigen Bereich alles Nullen. Das heißt, wir fangen jetzt an. Schreiben wir es uns, ja, das kennt ihr schon im Kopf. Ansonsten bitte das Video davor anschauen mit der Zweireihenmatrix. Also wir haben hier B. Wir haben hier den Eintrag 1 minus Lambda mal der Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix hat an dieser Position auch eine 1, also haben wir hier stehen minus Lambda. So, an den übrigen Positionen können wir es ja einfach abschreiben. 0 und 0. Und wir brauchen im Prinzip ja nur in der Diagonale aufpassen, weil an den übrigen Positionen außerhalb der Diagonale hat ja die Einheitsmatrix auch lauter Nullen. Also können wir das hier abschreiben, minus 1 und 0. Und wir können auch die minus 3 hier abschreiben, nur hier müssen wir wieder aufpassen. Nämlich 3 minus Lambda mal der Einheitsmatrix, also 3 minus Lambda. Hier die 0 können wir wieder abschreiben und hier heißt es halt 0 minus Lambda, also minus Lambda. Es ist also eigentlich ganz einfach, man schreibt quasi die Matrix ab und nur in der Hauptdiagonale schreibt man ein minus Lambda dazu. Das war's schon. So, jetzt multiplizieren wir das aus mit der Regel von Sarü. Das lautet nämlich Hauptdiagonalen minus der Nebendiagonalen. Aber was sehen wir denn hier? Ja, wir sehen, da haben wir Nullen, da haben wir Nullen, da haben wir Nullen. Das heißt, diese Nebendiagonalen, die werden alle Null sein. Das heißt, es reicht jetzt hier in diesem Fall nur die Hauptdiagonale auszumultiplizieren. Achtung, wenn jetzt ihr eine Matrix habt, wo hier 1, 5 andere Zahlen stehen, dann müssen wir bitte die Regel von Sarü verwenden für die Bestimmung der Determinante und auch dazu habe ich ein Video, da würde ich euch gerade bitten, dass ihr dieses Video dann wiederholt. Jetzt reicht es also hier, die sogenannte Hauptdiagonale auszumultiplizieren. Schreiben wir es vielleicht noch einmal dazu, damit ihr euch erinnert. Achtung, Regel von Sarü. Für die Bestimmung hier einer der Determinante einer 3x3-Matrix. So. Also, jetzt haben wir hier 1 minus Lambda mal 3 minus Lambda mal minus Lambda ist gleich 0. Das muss ja 0 sein hier, weil so ist es gegeben. So, welchen Satz wenden wir jetzt an? Jetzt könnte man natürlich hier anfangen, wildlos zu multiplizieren und dann hat man Lambda hoch 3 und muss dann anfangen, sich zu überlegen. Braucht man ja gar nicht. Hier haben wir ja ein Produkt und wir wenden den sogenannten Produkt-Null-Satz an. Was sagt der Produkt-Null-Satz? Der Produkt-Null-Satz besagt, ein Produkt ist genau dann Null, wenn einer der Faktoren Null ist. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach diese drei Faktoren ausschreiben und 0 setzen. Also minus Lambda ist gleich 0. Ja, wann ist das natürlich 0? Wenn Lambda gleich 0 ist. Dann hier haben wir 3 minus Lambda ist gleich 0.
Wann ist das der Fall? Ja, wenn, ich hebe es jetzt Lambda auf die rechte Seite, wenn also Lambda gleich 3 ist. Und dann habe ich hier noch 1 minus Lambda ist gleich 0. Ja, wann ist das der Fall? Ich gebe mit plus Lambda das Lambda auf die rechte Seite und habe dann Lambda ist gleich 1. Und jetzt habe ich die drei Eigenwerte bestimmt und muss sie jetzt nur noch durchnummerieren. Jetzt die Nummer hier ist egal. Ich nummeriere sie jetzt einfach aufsteigend nach ihrem Wert. Also würde ich hier sagen, das ist mein Lambda 1 ist 0, weil es hier dann die nächste Zahl 1 ist. Sage ich, okay, mein Lambda 2 ist gleich 1 und hier mein Lambda 3 ist rein per Zufall gleich 3. Und damit habe ich mir jetzt schon die Eigenwerte bestimmt. In dem Fall war es jetzt fein, weil hier in der Matrix, in der Ausgangsmatrix, ein Haufen Nullen drinnen sind. Ist dem nicht der Fall, muss man eben mit der Regel von Sourie arbeiten. Und eventuell auch ein Gleichungssystem lösen. Aber jetzt habe ich hier die drei Eigenwerte. Das heißt, was kommt jetzt im zweiten Schritt? Im zweiten Schritt kommen die Eigenvektoren. Also Schritt 2, Bestimmung der Eigenvektoren. Und wie funktioniert das? Ja, ich setze die Matrix B minus dem Lambda I, und I ist 1, 2 und 3, mal der Einheitsmatrix. Das ist im Prinzip eh das, was hier schon steht. Multipliziere das mit meinem quasi Eigenvektor x und erhalte dann 0. Das heißt, ich muss ein lineares, ein homogenes, weil wir haben hier 0, lineares Gleichungssystem lösen. Also, ausgeschrieben schaut es so aus. Jetzt fange ich an mit Lambda 1 ist gleich 0. Also Lambda 1 ist gleich 0. Mit dem fange ich an. Dem ersten Eigenwert. Das heißt, was muss ich jetzt tun? Jetzt muss ich hier in dieser Matrix anstelle von Lambda hier 0 einsetzen. Und das mache ich jetzt auch. Also, was ist, wenn ich 0 einsetze? Ja, dann bleibt mir im Prinzip wieder meine Ausgangsmatrix übrig. Die schreibe ich ab. 1 minus 1, 0. 0, 3, minus 3. Und 0, 0, 0. Das multipliziere mit dem Einheitsvektor hier, der hat ja drei Komponenten, x1, x2 und x3. Und was bekomme ich heraus? Ja, den Nullvektor, 0, 0, 0. So, jetzt multipliziere ich aus, im Prinzip mit dem Falk-Schema. Auch dazu habe ich ein Video, das heißt, 1 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3. Erste Zeile mit erster Spalte gibt hier oben den ersten Eintrag. Da haben wir hier 0 und 0, also bleibt mir hier nur über 1 mal x1 ist gleich 0 oder eben x1 ist gleich 0. Dann die zweite Zeile, da steht minus x1 plus 3 mal x2 plus 0 mal x3 ist 0. Also hier steht minus x1 plus 3 mal x2. Minus x1 plus 3 mal x2 ist gleich 0. Und die dritte Zeile, 0 mal x1 minus 3 mal x2 plus 0 mal x3 ist gleich 0. Also bleibt man hier über minus 3 mal x2 ist gleich 0. Also, minus 3 mal x2 ist gleich 0. So, was habe ich jetzt alles? Jetzt habe ich schon einmal mein x1 ist gleich 0. Klar. Daher unten minus 3 mal x2 ist gleich 0, also ist auch x2 gleich 0. Und für mein x3 kann ich mal irgendeinen Parameter wählen. Den nennen wir jetzt einfach Alpha. Mit Alpha Element R ohne 0. Also Alpha ist ungleich 0.
So, das kann ich mir jetzt im Prinzip auch schon meinen ersten Eigenvektor anschreiben. x1 ist gleich 0, 0 und Alpha. Jetzt kann ich das Alpha herausheben, ist also Alpha mal, ja, 0, 0 und 1. Und jetzt möchte man den ja noch normieren, das heißt auf Länge 1 bringen. Aber Achtung, wie geht denn das? Ja, indem ich hier einfach mit einmal 1 durch den Absolutbetrag des Vektors multipliziere. Und was ist der Absolutbetrag? Welche Länge hat dieser Vektor? Der hat Länge 1. Weil 0 plus 0 plus 1 ist 1, die Wurzel aus 1 ist 1. Also ist mein normierter erster Eigenvektor auch gleich 0, 0, 1. Das ist jetzt mein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1 ist gleich 0. Ist das der Eigenvektor? Jetzt gehen wir noch zum zweiten. Also das gleiche Spiel müssen wir jetzt machen mit Lambda 2 ist gleich 1. Der zweite Eigenvektor. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ja, wieder natürlich das Gleiche. Nur jetzt muss ich da halt aufpassen. Anstelle von Lambda setze ich jetzt 1 ein. Also, 1 minus 1 ist 0. Das bleibt erhalten. Minus 1, 0. Jetzt sehen wir hier zweite Spalte. 0. 3 minus 1 ist 2. Und hier minus 3. Und dann haben wir hier 0, 0 und minus Lambda, also minus 1. Wieder jetzt mal hier dieses Gleichungssystem. x1, x2, x3. Ist gleich wieder 0, 0, 0. Jetzt geht es wieder analog. Gell? Jetzt doch bei der ersten quasi 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 ist 0, können wir uns gleich sparen. Das bleibt da über minus x1 plus 2 mal x2 ist 0, also minus x1 plus 2 mal x2 ist gleich 0. Und was bleibt uns hier über? Ja, da bleibt uns über minus 3 mal x2 minus x3 ist gleich 0. Minus 3 mal x2 minus x3 ist gleich 0. Jetzt können wir uns einmal wählen, was immer wir wollen. Also wir haben ja hier drei Unbekannte, x1, x2 und x3, aber nur zwei Gleichungen. Das heißt, einen Parameter müssen wir uns sowieso frei wählen. Ich mache jetzt einfach einmal x2. Also ich sage, mein x2 ist gleich Beta. Dann habe ich hier ja 2 Beta minus x1 plus 2 Beta ist gleich 0. Das heißt, was wird dann mein x1 sein? Ja, mein x1 ist dann eben 2 Beta. Also x1 ist gleich 2 Beta. Und da habe ich ja dann stehen, minus 3 Beta minus x3 ist gleich 0. Jetzt gebe ich das x3 auf die rechte Seite und habe damit x3 ist natürlich minus 3 Beta. Und damit habe ich jetzt hier meinen zweiten Eigenvektor, nämlich x2, ist gleich, das setze ich mal jetzt zuerst ein, x1 ist 2 Beta. x2 ist Beta und x3 ist minus 3 Beta. Jetzt hebe ich mal das Beta heraus, ist also Beta mal 2, 1, minus 3. Und jetzt quasi ersetze das Beta durch 1 durch den Betrag des Vektors. Dann habe ich hier normiert, also das machen wir so, also x2 Tilde ist gleich 1 durch den Absolutbetrag hier des Vektors, also 1 durch, jetzt machen wir es einmal ausführlich, da brauchen wir ein bisschen einen längeren Bruchstrich, weil Sie jetzt sagen, so, also 2 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat plus minus 3 zum Quadrat mal 2, 1, minus 3
ist also weiter gleich. 2 zum Quadrat ist 4 und 1 ist 5 und 9 ist 14. Also 1 durch die Wurzel aus 14 mal 2, 1 und minus 3. Und das ist jetzt mein zweiter Eigenvektor, mein x2 zum zweiten Eigenwert lambda 2 ist gleich 1. So, und jetzt ruhig durchatmen. Natürlich brauchen wir jetzt auch noch den dritten Eigenvektor hier. Aber das denken wir uns jetzt nur noch an. Das heißt, jetzt brauchen wir noch die ganze Rechnung natürlich. Für lambda 3 ist gleich 3. Aber das machen wir jetzt wirklich nur noch ganz skizzenhaft, auch weil mir das Papier ausgeht und euch die Puste. Also wir müssen jetzt hier in diesem Gleichungssystem anstelle von lambda müssen wir 3 einsetzen. 1 minus 3 ist minus 2, 1, 0 bleibt erhalten, 0. 3 minus 3 ist 0 und minus 3. Und da haben wir 0, 0 und minus 3. Das müssen wir wieder multiplizieren mit x1, x2 und x3. Und was muss rauskommen? Ja, 0, 0 und 0. Ein paar Sachen sehe ich jetzt schon auf den ersten Blick. Ich sehe hier minus 2 mal x1 ist gleich 0. Also muss mein x1 gleich 0 sein. Das ergibt sich auch hier. A mal x1 ist gleich 0. Und was sehe ich noch? Ich sehe hier ja minus 3 mal x1 minus 3 mal x3 muss 0 sein. Also jetzt kann ich jetzt einfach einmal hier irgendeinen Parameter Gamma setzen. In dem Fall würde ich sagen, einfach mal das x3 setze ich Gamma. Jetzt gehen wir jetzt noch die Buchstaben aus. Oben habe ich schon Alpha gehabt, Alpha, Beta, Gamma. Ja, und dann ist mein x2 mit minus 3 mal x2 minus 3 mal x3 natürlich minus Gamma. Also x2 ist minus Gamma. Damit, wie schaut dann mein Eigenvektor aus? Ja, das geht jetzt analog, gell? Ich stelle das jetzt hier wieder so ein. Mit 0 minus Gamma Gamma, hebe das Gamma heraus, bekomme dann hier diesen Eigenvektor sozusagen. Was wird da stehen? Ja, 0 minus 1 und 1. Gell? 0 minus 1 und 1. Wie kann ich den normieren? Ja, 1 dividiert durch die Wurzel aus 2. Also ist mein dritter Eigenvektor x3 Tilde gleich 1 durch die Wurzel aus 2 mal, kriege ich das noch her? Jawohl, das kriege ich noch her. Was haben wir gesagt? Hier 0 minus 1 und 1. Und damit habe ich jetzt auch den dritten Eigenvektor zum dritten Eigenwert lambda 3 ist gleich 3 gefunden. Ja, Resümee. Resümee ist viel Arbeit, aber es zahlt sich aus. Mit der Zeit bekommt man hier Routine. Wenn wir hier eine dreireihige Matrix haben, bekommen wir 3 Eigenwerte. Und zu jedem Eigenwert müssen wir uns dann auch den dazugehörigen Eigenvektor ausrechnen. Ja, das war jetzt wieder mal ganz schön anstrengend, vermutlich auch für euch. Trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.